Irgendwas. Eben was. Sanchez ist hinter der Bühne. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Okay, alles klar. Dann besorgen wir dir jetzt eine Schlüsselkarte. Ist nur die Frage. Musste mich den ganzen Abend durch die Menge drücken und drängeln. Das war sowas von nervig. Ganz abgesehen davon, dass wir alle nicht mehr. So. Kopf bei der Sache, sonst verlierst du ihn. Nein, hast du. Komm schon. Fett ersuchen, okay? So, wenn hier ein Benzinkanister. Irgendwas Wichtiges da hier hinten ist da noch was. Ah, schau an. Was ist denn hier? Ah, sehr gut. Gut, damit hätten wir das schon mal erledigt. Gut. Wissen wir wenigstens, wie wir. Der Generator versorgt die Beleuchtung hier mit Strom. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich krieg das hin. Was ist denn mein Ziel eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Sanchez. Noch ein Opfer von Dr. Ashford. Dexter hat ihm befohlen, Victoria aus der Fabrik zu schaffen, gerade als ich kurz vorm Ziel stand. Im Moment ist er meine beste Chance, sie zu finden. Ich habe den Mexikaner einmal unterschätzt. Das passiert mir nicht nochmal. Moment mal. Betty hat angerufen. Vielleicht habe ich sie da verloren. Das muss es sein. Okay, also. Ach, verdammt! Mann, ich wollte ihn ruhig stellen und nicht auf die Fresse hauen. So. Was? Nein, komm schon. Meine Fresse, ey, ich war. So, den nehmen wir mit. Können wir benutzen. Hier finden wir ja die Verkleidung. Das nehmen wir mit. Was haben wir denn hier? Beweis. Beweis beseitigt. Sehr gut. Okay. Was? Schlüssel. Ah, oh, schau an. Wir haben eine Schlüsselkarte gefunden. Das war ja relativ einfach jetzt. Ich muss zugeben, ich habe mir das deutlich schwerer vorgestellt. Aber gut, wenn wir jetzt die Schlüsselkarte schon haben. Na, dann machen wir mal die Tür auf. Ich glaube, das da unten muss Sanchez sein. So, wo jetzt lang? Auf, dann gehen wir da rein. Seid ihr bereit für den Kampf? Amüsiert ihr euch! Absagen! Wir haben hier jede Menge zahlende Kundschaft. Ich beschütze nur ihre Investitionen. Keine Sorge, Sheriff Skurky hat sie in seiner Zelle im Keller. Ohne seine Erlaubnis kommt da niemand rein oder raus. Ich hole sie sofort nach dem Kampf wieder ab. Alles klar. Wir haben heute einen Danke für die Infos, Sanchi. Unser geliebter Lokalmatador Sanchez. Ihr tritt ihn den Mann aus der Großstadt an. Sanchez eliminieren. So, wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Alarm. Oh Scheiße, da vorne war direkt eine Wache. Der Dach scheint sich beruhigt zu
haben. Üble Sache. Ich bin mir nicht sicher, ob es das schon war. Hier müsste ich doch eigentlich eine gute Sicht haben, ohne dass mich da irgendeiner großartig sieht. Oh, verdammt! So. Aus der Arena kommen. Wo ist das? Und wo? Ach da. Was ist hier los? So. Dann verziehen wir uns mal von hier. Und dann würde ich mal sagen, war's das. Chamäleon. Was noch? Instinktiver Schuss. Verdammt. Achtloser Killerbonus. Scheibenkleister. Alles klar. Gut, schauen wir mal, was jetzt passiert. Oh, das Waikiki Motel. Das klingt ja sehr liebreizend. Auf jeden Fall will ich aus dieser stinkenden Fabrik jetzt mal raus. Aloha und willkommen im Waikiki Inn. Möchten Sie sich einchecken, Sir? Ben Franklin. Oh, ich gehe vor, Sir. Und ein kleines Frühstück gibt's von 7 bis 9 in der Tiki Lounge. Happy Hour ist von 5 bis 8 in der Tiki Lounge. Es gibt Mai Tai und Pina Colada zum halben. Geht es auch weniger? Festlich. Möchten Sie etwas trinken, Mr. Franklin? Ich würde sagen, ein Whisky. Ja, Sir. Ein Whisky. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh Gott, man kann es auch übertreiben. Geh mit Gott, verdammter Wichser. Oh, fucking hell. Scheiße. Attack of the Saints. Na, super. Scheiße! Ich habe meine Knarre wenigstens noch. Oh, oh, oh. Ja. Hindurchzwängen. Ach so, ja, man muss D drücken, um nach vorne zu laufen, ja. Das gibt super viel Sinn. Was sind meine Ziele? Ich soll die Saints wahrscheinlich alle ausknallen. Ruhe vor den Die Saints. Eines von Travis' Lieblingsprojekten. Weibliche Elite-Attentäter, spezialisiert auf groß angelegte Geheimoperationen. Arbeiten in Paaren, schlagen hart und schnell zu, lassen weder Zeugen noch Leichen zurück. Ihre Präsenz hier zeigt eines ganz klar. Travis wird zunehmend verzweifelter. Oh Gott. Also was soll ich jetzt nochmal machen? Vor dem Sturm. Ah, super. Jennifer Paxton eliminieren. Habe ich doch direkt hier die beste Möglichkeit.
Und Action! Zack, 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 zack. So. So. Agentur. Uha. Die wollen es wirklich wissen, habe ich das Gefühl. So. Die beiden hätten wir schon mal ausgeschaltet. Sie sind gründlich, was? Tja, aber hier habe ich schon nachgesehen. Ich nicht gesehen. Gibt's sonst irgendwo nicht verdächtige Vorkommnisse? Zentrale, ich verpacke ein Paket. Was stimmt denn nicht mit dem? Überhaupt hier? Unglaublich, wo er sie ausbringt. So. Da ist auf jeden Fall schon mal die Tür. Eine Palette. Er gibt ihnen ein Zuhause. Redet sie aus, fokussiert ihre Ruhe. Okay. Was jetzt? Was soll das heißen? Keine Antwort. Dann pumpen Sie sie nochmal an. Ja, Ma'am. Sense Team 1, bitte kommen. Melden Sie sich, Team 1. Bitte kommen. Over. Nichts als Rauschen. Was war Ihre letzte Position? Erster Stock auf dem Gang, Ma'am. Seltsam. Versuchen Sie es weiter, Soldat. Melden Sie sich, sobald Sie sie erreichen. Gut, und du gehst jetzt mal bitte weg. Was ist das? Hey, ich glaube, ich habe was gehört, da drüben. Sieh mal nach. Wo habe ich den Typen nur schon mal gesehen? Diese Operation betrifft die nationale Sicherheit. Wow. Die Regierung entschädigt Sie natürlich nicht. Oh, kommen Sie schon. Aber im Moment etwas müssen Respekt, Sie bitte okay kooperieren. Du. Sie nach, was wenn Sie sich bitte hier ja, geh doch da hinten. So, damit hätten wir schon mal die erste ausgeschaltet. Das nur wegen einem Golfschläger. Oder das nur mit einem ich Golfschläger. So. Kriege ich die von hier rein? So. Und dann würde ich sagen, das Motel verlassen wir jetzt mal. So.